Moin Moin aus Los Angeles. Wir kommen gerade aus dem Rückentraining und das Training werdet ihr jetzt erst sehen, weil ich vorher gar kein Video gemacht habe. Das Training war super. Wir haben es so im GoPro-Style gefilmt, weil im Goldschirm darf man eigentlich gar nicht filmen ohne Drehgenehmigung und so weiter und so fort. Und Julia war so nett und hat die GoPro so ein bisschen undercover auf mich draufgehalten. Ich hoffe, die Aufnahmen sind ganz gut geworden, aber denke ich mal. Und dann gab es noch ein Ereignis, ein Special Guest. Jetzt nicht auf Video, aber im Foto. Das werde ich gleich mal im Anschluss an das Training einblenden. Ihr dürft gespannt sein, wen wir heute im Gold's Gym getroffen haben. Also, Training angucken, dranbleiben, dann kriegt ihr die Auflösung, wen wir getroffen haben. Wir sind ganz aufgeregt, ne? Julia ist schon ganz, ganz tüdelig, dass wir diesen Menschen hier getroffen haben. Seid gespannt! Na, hättet ihr es gedacht? Das ist der Arnie war. Ja? Und Julia, erzähl mal kurz, wie haben wir das Foto gekriegt? Ja, indem wir einfach nur mega dreist und hartnäckig waren. Ja, also zuerst habe ich ihn gefragt. Er war natürlich gerade im Training. Ralf Möller war auch irgendwie im Training dabei. Aber irgendwie nicht mehr da, ne? Den wollten wir gar nicht sehen. Und dann hat er natürlich gesagt, in 10 Minuten ist er durch. Hat er gesagt, in 10 Minuten, dann können wir Foto machen. Dann haben wir uns natürlich nach 10 Minuten so ein bisschen am Ausgang platziert. Ja, und dann kam sonst wäre er auch nicht weg gewesen. Sonst wäre weg gewesen, natürlich. Und dann kam er auf uns zu und hat mich auch gleich gefragt, ob ich jetzt ein Foto machen will. Und dann hat er ja so einen lustigen, komm, wir gehen mal hier ein bisschen mehr ins Wohnzimmer. Einen lustigen Kompagnon. Einen lustigen, ob es sein Bodyguard war oder keine Ahnung. Und dann fragt er gleich, wollen wir ein Foto zusammen machen? Also Julia auch alle drauf. Drei zusammen. Und dann hat er seinen Kompagnon gefragt, ob er ein Foto macht. Und der Volltrottel hat es natürlich nicht hingekriegt, überhaupt ein Foto zu machen.
Und zum Glück hat Julia nochmal gleich aufs Foto geguckt, da war nämlich gar kein Foto drauf. Und dann waren die schon weitergelaufen und dann musste ich ihn nochmal bemühen. Wie hast du ihn dann gerufen? Er ist natürlich immer busy und unterwegs. Dann habe ich, Arnold, Arnold, please, one more photo. Weil das nichts geworden ist. Also kann man wirklich es nicht hinkriegen, kein Foto zu machen, nicht mal drauf zu drücken. Oder? Und dann war das am Ausgang und ich habe drauf gedrückt auf den Auslöser und habe gedacht, scheiße, das ist voll dunkel, man sieht gar nichts, weil das so ein bisschen gegen die Sonne war. Und dann habe ich 3 Fotos gemacht und das dritte, wie ihr wahrscheinlich dann gesehen habt, will Arne ein bisschen aufhellen und da lacht er sogar, der Herr Schwarzenegger. Sehr geile Geschichte. Wir waren ganz aufgeregt. Ich war ganz aufgeregt. Ja, geil, haben den Arni getroffen. Arni und Arni habt ihr auf dem Bild gesehen. Und jetzt nutze ich nochmal die Chance, euch am letzten Tag unsere Butze zu zeigen. Ja, ihr seht hier die Küche im amerikanischen Stil. Wir sind hier in den Oakwood Apartments in Marina del Rey. Richtig cool. Und Kühlschrank ist leer. Bisschen Brot haben wir, PB2. Das brauche ich euch gar nicht zeigen. Auf jeden Fall eine coole Küche, cool ausgestattet. Ja, alles da. Esstisch, wo wir jetzt hier unsere ganzen Shopping-Utensilien draufgeschmissen haben. Also entschuldigt die Unordnung. Das kann ich auch nur hier aushalten. Zu Hause würde ich durchdrehen. Dann hier die ganze Schuharmada, die wir gekauft haben. Die du gekauft hast. Die ich gekauft habe. Ne, hier die Flyknit 3.0 in der Farbvariante, in der ich sie haben wollte. Dann die Nike Air Taras. In ganz schwarz wollte ich sie haben. Und dann habe ich gestern noch für coole Schnäppchen, sie nochmal in Blau. Richtig cool, weiß für 50 gekriegt, Dollar. Richtig geil. Ne? Also heute habe ich mein Sportoutfit an, nochmal die Tights waren auch nochmal günstig für 40 Dollar. All Blue, heute im Crip-Style in LA. Also, was empfehlen wir? Welches Geschäft? Macy's. Auf jeden Fall Macy's. Richtig geil. Für die Schnäppchen machen cheap. Nike ist viel, viel teurer. Nike ist extrem teuer hier im Laden. Seht ihr, wir haben richtig geile Sachen. Etc. Vielleicht habt ihr den Cheat Day schon vorher gesehen, da haben wir ja auch rumgelümmelt. Gearbeitet wird jetzt zwar auch ein bisschen, aber nicht so viel, ne? Und ja. Terrasse haben wir noch. Das Coole ist hier auch, ne? Es ist total ruhig. Es ist richtig still hier. Man darf ab 10 Uhr muss man hier auch richtig leise sein. Das ist für uns natürlich schön. Ein Riesenspiegel für die zum Posen. Und ein Riesen. Das ist bestimmt 2 Meter, das Bett. Das ist größer und als unser Zuhause. Schön Ganzkörperspiegel, damit man auch hier nochmal gucken kann, ob die Gangs auch kommen. Ne? Also geiles Apartment, ist nicht ganz günstig, aber ja, lohnt sich auf alle Fälle. Wenn ihr Marina del Rey seid, seid ihr eigentlich so nicht direkt weit weg von allen Hotspots. Ja. Und in LA, wenn ihr wirklich Downtown wohnt oder irgendwo außerhalb Long Beach irgendwas, tut's nicht. Ihr werdet, wenn ihr schon hier seid, ihr werdet Stunden, Tage lang im Stau stehen. Und in der also lieber mehr Geld ausgeben und viel mehr Zeit sparen. Ja, das auf alle Fälle. Und wenn es richtig teuer ist, ihr werdet es zurückbekommen in Zeit. Und das ist echt unbezahlbar. So, ich werde jetzt Frühstück machen. Wir haben noch nicht gefrühstückt, 11 Uhr. Was haben wir noch vor heute? Wir werden noch eine Beach-Cruiser-Tour machen von Venice nach Santa Monica. Und Santa Monica Pier. Dann nehmen wir euch bestimmt auch mit. Und sonst haben wir eigentlich nicht mehr viel auf dem Zettel. Geld haben wir quasi wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich habe noch nicht meine Kreditkartenabrechnung gecheckt, aber gestern noch ordentlich. Ich will auf jeden Fall auch noch zu Cold Stone, das ist beim Venice Pier. Cold Stone Eis, da will ich noch hin. So, ihr werdet sehen, ne? Dann, wie geht der Spruch nochmal, Juli? Ich kann es mir nicht merken. Schauen wir mal, ne?